Beim Pitstop-Crew-Konzept sind die einzelnen Positionen bei einer präklinischen Wiederbelebung definiert und standardisiert. Der Name kommt aus dem Motorsport. Wie bei einem Boxenstopp wissen die handelnden Personen genau, was sie wie und wann zu tun haben. Das Konzept wurde erarbeitet, um eine rasche und optimale Patientinnenversorgung bei einem Herz-Kreislauf-Stillstand zu gewährleisten. Grüß Gott, Berufsrettung Wien, machen Sie weiter bitte. Erzählen Sie dem Kollegen bitte, was passiert ist, ja? Die Teammitglieder wissen durch die genauen Handlungsabläufe, welche Positionen sie einnehmen müssen und wie das Equipment für rasche Handgriffe zu positionieren ist. Um die Positionen einnehmen zu können, sollte ein Arbeiten 360 Grad rund um die PatientInnen möglich sein. So. Guten Tag. Bitte, was ist denn vorgefallen? Der Herr hat sich eine Brust gefasst und über Schmerzen geklagt. Ist dann kollabiert, hat aufgehört zu atmen und ich habe mit der Herzdruck gefahren. Wie lange ist der Herzdruck massiert? Vier Minuten, verstanden. Vielen Dank. Darf ich Sie bitten, machen Sie uns ein bisschen am Platz, Achtung, aber bleiben Sie in der Umgebung. Dankeschön. Gut. Wenn wir Kammer flimmern. Jawohl. Achtung, Schock. Okay. Ganz kurz für alle, ein paar beobachteter Stillstand, circa 4 Minuten suffiziente Herzdruckmassage durch den Ersthelfer. Alles klar, danke. Würdest du im nächsten Zyklus intubieren, Julia? Ja. Benedikt, richtest du her? Ich richte alles für die Intubation her, jawohl. Verstanden, dann schaue ich, dass ich einen Zugang etabliere dabei. Ja, super, danke schön. Bereit? Gebt bei dir. Ja. 3, 2, 1. Ja, passt. Passt. Sehen. 20, 5, 4, 3, 2, 1. Mhm. Ja, passt. Beckerplan ist Langstubus. Mhm. Passt das? Verstanden. 10. So. Zugang sitzt links kubital. Verstanden, danke. 5, 4, 3, 2, 1. Gut. Julia, dann würde ich dir bei der Intubation assistieren. Perfekt, danke. In 10 Sekunden haben wir Wechsel. Verstanden. Absaugbereitschaft ist hergestellt. Okay. Achtung, Analyse. Weiterhin Kammer flimmern. Kommt der nächste Schock. Vorsicht, Schock. Und bitte weitermachen. Gut, Julia. Wir haben einen 8er-Tubus mit Mandrö, Videolaryngoskop mit 3er-Spatel, Kapnometrie ist hergerichtet, Fixierung haben wir, Beatmungsbeutel ist bereit. Ja, Stethoskop hast du verstanden, Beckerplan etabliert. Bitte. Dann starten wir die Intubation. Dankeschön. Tubus bitte. Tubus. Danke. Mandrö entfernen bitte. Mandrö entfernt. Unter Sicht intubiert. Zahnreihe 23, bitte einmal kaffen. Ist gekafft. Gib die Kapnung noch dazwischen. Mhm. Dann würde ich mich bitten, dass du mir gekafft. Den Beutel übernimmst und den Tubus für die Lagekontrolle. Okay. Beutel. Tubus habe ich. Dankeschön. Benedikt, kurz stopp bitte. Ja. Passt. Beidseits belüftet, der Tubus beschlägt. Was haben wir für eine Kapnometrie bitte? 38 ETCO2. Perfekt, dann bitte fixieren. Grüß euch. Hallo, grüß euch. Daniel, ein beobachteter Stillstand. Ja. Circa 4 Minuten suffiziente Herzdruckmassage durch den Ersthelfer. Mhm. Der Patient hat sich auf die Brust gefasst, ist dann kollabiert. Wir haben mittlerweile zweimal defibrilliert bei Kammerflimmern, erfolgreich intubiert und einen Zugang etabliert. Ja, habt ihr schon Medikamente hergerichtet? Noch keine. Marco, richtet so bitte 1 Milligramm Adrenalin her und 300 Milligramm Amiodaron. Mhm. Wenn wir das dritte Mal schocken, dann können wir das auch applizieren, ja? Okay. Ja, gut. Dann würde ich mich rausziehen und das Timekeeping übernehmen. Ja, nimmst du. Okay? Gut. Das ist mal eine Rhythmusanalyse. Wiederbelebung unterbrechen. Wieder Kammerflimmern. Schock. Achtung, Schock! Medikamente bitte. Gut, Medikamente bitte verabreichen. Danke. Medikation verabreichen. Sehr schön, danke. Verstanden, Marco, danke. Hier sehen wir das Pitstop-Crew-Konzept in Aktion. Jedes Teammitglied hat seine klare Position und weiß dadurch, was er oder sie zu tun hat. Der Notfallsanitäter auf Position 1 führt das Atemwegs- und Beatmungsmanagement sowie die Bedienung des Defibrillators durch.
Er ist im Wechsel mit der Notfallsanitäterin auf Position 4 und somit auch für die Herzdruckmassage zuständig. Die Notfallsanitäterin auf Position 4 beginnt mit der Herzdruckmassage. Sie ist im ständigen Wechsel mit dem Notfallsanitäter auf Position 1. Außerdem führt die Notfallsanitäterin die Intubation durch und ist ebenfalls für das Atemwegs- und Beatmungsmanagement sowie die Bedienung des Defibrillators zuständig. Position 3 ist eine temporär einzunehmende Position und wird von einem Notfallsanitäter eingenommen. Dieser unterstützt den Notfallsanitäter auf Position 1 beim Atemwegs- und Beatmungsmanagement. Auf Position 2 ist der Notfallsanitäter mit dem intravenösen Zugang, der Verabreichung von Medikamenten sowie der Infusion betraut. Der Notarzt. Er ist für die medizinische Leitung verantwortlich und geht unter anderem mit dem Team die reversiblen Ursachen durch. Auf Position 5 hat der Field Supervisor das organisatorische Teamleading sowie das Time Management inne. Er überwacht die Arbeitsschritte und ist für die organisatorischen Abläufe zuständig. Während einer kardiopulmonalen Reanimation müssen die reversiblen Ursachen des Herz-Kreislauf-Stillstandes erkannt und behandelt werden. Der Notarzt geht mit dem Team die möglichen Ursachen, auch die 4 Hs und Hits genannt, durch. Unter den 4 Hs verstehen wir Hypoxie, Hypovolemie, Hypothermie, Hypo- bzw. Hyperkalämie und andere Elektrolytstörungen. Unter den Hits verstehen wir Herzbeuteltamponade, Intoxikation, Thromboembolie und Spannungspneumothorax. Habt ihr irgendwelche Hinweise für Intoxikation? Habt ihr irgendwas gesehen? Nein. Vielleicht auch die Pupillen, wie sind die? Pupillen sind mittelweit, reagieren sehr langsam. So ein thromboembolischen Ereignis, also laut Anamnese ist ein Herzinfarkt durchaus die Ursache sein. Und war stets beidseits belüftet? Stets 36, verstanden, danke. Okay. Ich habe meine Sachen durch, Philipp. Verstanden. Wollen wir ein kurzes 10-for-10 einziehen? Ja. Das Team führt das 10-for-10-Prinzip durch. Hierbei werden für 10 Sekunden alle Informationen zusammengetragen, um eine gemeinsame Entscheidung über das weitere Vorgehen treffen zu können. Dieses Prinzip ist ein fixer Bestandteil des Arbeitens nach CRM-Kriterien. Es wird angewandt, um in den nächsten 10 Sekunden alle Arbeitsabläufe der nächsten 10 Minuten genau zu planen. Die nächsten Schritte werden dann auf das Personal aufgeteilt, um die Effizienz unter dem zeitkritischen Aspekt zu steigern. Die wahrscheinlichste Ursache für den Herz-Kreislauf-Stillstand ist der Herzinfarkt. Ja, der Patient ist jung, ca. 60 Jahre. Es war beobachteter Stillstand. Es war suffiziente Leinreanimation durch den Ersthelfer. Daniel wird für mich eigentlich Richtung ECMO gehen, erfüllt alle ECMO-Kriterien. Ja. Wäre das okay, wenn ich avisiere? Ja, das sehe ich auch so. Also es steht die Transportpriorität. Wir werden unter laufender Reanimation transportieren. Ist das für alle in Ordnung? Jawohl, ja. Gut. Dann organisierst du bitte ein Bett. Im ECMO-Zentrum und Marco, richte du bitte den Lukas her. Ja? Wir haben in 10 Sekunden wieder ECMO-Zentrum, wechselst du bitte wieder. Ja? Ja. Anfrage schreibbereit für den Zukommen. Ja, benötigen ein Intensivbett mit ECMO für männlich ca. 60. Resistierendes Kammerflimmern. Mittlerweile 5. Schockabgabe kommen. Achtung, alles weg, Schock. Ja, wieso verstanden, danke. Gut. Ganz kurz für alle, ECMO ist avisiert. Ja, verstanden. Danke, verstanden. Verstanden. Gut, wir haben 1 Minute 30 bis zur nächsten Analyse. Wollen wir jetzt den Lukas anlegen? Ja. Julia, du übernimmst den Tubus bitte. Alles auf dein Kommando, wir zählen auf 3. Marco, du und ich, wir heben den Patienten an und Benedikt, du schiebst das Rückenbrett bitte. Verstanden. Alle startklar? Alle startklar. Super. Auf dein Kommando, Julia. 3, 2, 1, jetzt. Passt. Weiter drücken bitte. Du dann bitte den Feedback-Sensor runter, Benedikt, danach. Ja? Ja, verstanden. Habe ich. Benedikt, ich fahre dir durch die Hände. Weiter drücken. Arretiert bei mir? Bei mir auch arretiert. Kurz weg bitte, bleib kurz schalen. Sensor ist weg. Okay. Ich sehe keinen Perikardikus, unauffälliger rechter Ventrikel. Lukas Start. Wann ist das nächste Adrenalin, Philipp? In 2 Minuten. Jawohl.